Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder und heute mal wieder mit einem Thema, wo ich euch vielleicht inspirieren kann und euch mal ein bisschen erzählen wollte, was mich so bewegt. Und zwar bin ich hier beim Red Bull District Ride. Das ist ein Urban Mountainbike Slopestyle Event, wo die besten Trickser auf 26 Zoll Mountainbikes zeigen, was sie können, über große Sprünge, große Rampen. Und ja, das Event gibt es seit 2005, aber es ist immer nur alle paar Jahre. Und jetzt war natürlich 5 Jahre Pause wegen Corona. Ja, ich zeige euch ein paar Aufnahmen vom Training und das ist auch schon das Stichwort. Training, weil ihr wisst, das bewegt mich natürlich sehr. Viele von euch wollen bessere Biker oder Bikerin werden, zum Beispiel einen Bunnyhop lernen und Wheelie lernen und das Hinterrad versetzen. Und ja, was können wir denn von den Profis lernen, die hier einen richtig heftigen Kurs gebaut kriegen von den Streckenbauern und dann quasi ihr Können auf diesen Sprüngen, Rampen und Drops anwenden. Ja, und was könnt ihr für euer Training, wenn ihr vielleicht nächstes Jahr einfach auch schon auf dem nächsten Level sein wollt, was könnt ihr da mitnehmen? Klar ist natürlich, Fahrtechnikkurse sind immer gut, um Tipps zu bekommen, Feedback zu bekommen, zu gucken, wo sind die einigen Baustellen. Aber das Üben, das müsst man selber, das habe ich euch schon oft gesagt. Aber die Realität zeigt, die meisten haben leider nicht die Möglichkeiten, dies wirklich so umzusetzen. Oder vielleicht auch nicht den Willen oder nicht die Zeit. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr das machen könnt. Wie sind denn diese krassen Trickser hier beim District Ride so gut geworden, dass sie jetzt solche Tricks zeigen können? Und uns ist vielleicht nur, dass wir sicherer am Gelände sind oder schneller oder flüssiger oder besser über Hindernisse kommen. Genau, und da ist es einfach so, man muss sich genau Ziele setzen, also was will man zum Beispiel können, und am besten auch schon ungefähr einen Zeitrahmen, bis wann möchte man das können, und dann muss man hochfrequentiert trainieren. Und da liegt dann schon ein bisschen das Problem, viele wollen gern Trails fahren, Spaß haben im Wald, aber sind nicht bereit, noch die eigenen Skills zu optimieren, was man auf dem Parkplatz machen kann, auf einem Schulhof, einem Rathaus, da wo es vielleicht kleine Treppen gibt, da wo ihr Platz habt auf einem Parkplatz. Und es lässt sich auch übertragen auf Basic-Techniken wie Kurventechnik, aber auch, wie gesagt, Bunnyhop, Wheelie, Manual, Hinterrad versetzen. All das muss man viel üben. Ja, und die Jungs und Mädels, die hier auf dem Kurs sind, die haben natürlich oft in der Kindheit, Jugend angefangen. Das ist bei euch dann häufig nicht so. Ja, es muss natürlich der Wille da sein, der Ehrgeiz, dass ihr auch schön zu Hause übt. Aber ihr müsst auch gucken, wo habt ihr denn eure Trainingsmöglichkeiten? Eine Bordsteinkante, an der Bushaltestelle. Oder ihr baut euch eine kleine Rampe, ihr nehmt eine mobile Rampe, die kann man sich kaufen.
ihr nehmt einen Baumstamm und schiebt ein bisschen Erde vor. Viele wollen zum Beispiel aktiv Abspringen üben, aber machen das nur am Wochenende, wenn sie mal zu einem Spot kommen, wo Sprünge stehen. Und ja, das ist zu wenig. Ihr müsst auch in der Woche trainieren, wenn die Tage kurz werden, dann ja, ihr müsst ja keine Tour fahren, ihr könnt direkt vor der Haustür üben. Genau, und dann gibt es auch noch so Techniken wie so Visualisierung. Das heißt, ihr stellt euch einen Bewegungsablauf vor, ihr nutzt eine Videoanalyse. Ja, das machen halt die Profis auch. Und da müsst ihr natürlich auf jeden Fall auch geduldsam sein, positiven Umgang mit euch haben, Tagesform beachten. Ein Thema könnt ihr immer, 20 Minuten, man kann das nicht so verallgemeinern, aber ihr könnt nicht ein paar Stunden den Bunnyhop üben. Das ist aber viel zu lang. Also übt ihr lieber einzelne Schritte. Und nehmt euch ein bisschen Zeit, aber dann macht dann auch wieder was ganz anderes zwischendurch. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Genau, und bewahrt euch so ein bisschen die Spielerische, als so wie als wenn ihr in der Jugend wart, wo ihr sagt, ja, jeder übt einfach. Jetzt könnt ihr ein bisschen strukturierter üben, als wenn ihr es vielleicht in der Jugend oder Kindheit gemacht habt. Aber macht es mit Spaß an der Sache. Und ja, ihr könnt gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen. Ich poste es unten mal. Da könnt ihr eure Versuche posten in der privaten Gruppe und wir geben dann Tipps, wie ihr den Bunnyhop oder den Manual verbessern könnt. Ja, dann werdet ihr jetzt mal weiter hier die Profis angucken. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen und ja, dann habt ihr gut was zu üben, aber von nichts könnt nichts, sagt man in Köln. Von alleine werdet ihr das nicht lernen, von YouTube-Videos gucken nicht, von Fahrtechnikkursen nur bedingt da reinkommen in das Thema, aber üben müsst ihr zu Hause und Schienbeinschoner an bitte, anderen Protektor Helm natürlich immer und ja, wir gucken mal, was die Profis hier noch zeigen, wir sehen uns im nächsten Video. Hat Sturm.